Ich habe kurz erwähnt, dass ich bis vor 20, 25 Jahren mit Coaching, Psychotherapie nichts zu tun hatte, außer dass ich als Student mich mit Sigmund Freud befasst habe, wie jeder damals so in den 60er, 70er Jahren. Und bin dann in die Psychotherapie-Wirksamkeitsforschung eingestiegen und dann habe ich sozusagen mich auch dann mit dem Coaching beschäftigt vor 10 Jahren. Und es ist die Frage, was folgt aus all dem, was man so weiß als Hirnforscher und was wir rausgekriegt haben in Zusammenarbeit für die Praxis. Und meine Kollegin Frau Dr. Rieber und ich haben gerade ein Buch im Druck, wo auch viele Kolleginnen und Kollegen zu Wort kommen, auch Maya Storch und viele andere bekannte Coaching-Experten. Das Buch heißt Coaching und Beratung in der Praxis, kommt in 2, 3 Monaten heraus und da können Sie das nochmal genauer durchlesen, was ich erzähle. Ja, wenn man sich als Außenstehender mit dem Coaching beschäftigt, vorher mit der Psychotherapie, dann ist man erstmal verwirrt, dass das Angebot im Bereich des Coaching, aber auch natürlich in der Psychotherapie, inzwischen unüberschaubar ist und sich natürlich auf alle Bereiche des privaten und beruflichen Lebens erstreckt. Wenn man das so kritisch sieht, als Naturwissenschaftler, der ich ja bin, dann will man erstmal nicht anzweifeln, dass viele Dinge helfen, eine Wirkung zeigen. Ob das nun Coaching ist oder in der Psychotherapie. Und man kann vermuten, bei einigen anderen Ansätzen, von anderen, aber nicht von uns natürlich, dass die auf Dingen beruhen, die für einen Naturwissenschaftler oder für einen Wissenschaftler erstmal unakzeptabel ist, weil man dann, indem sie annehmen, dass es da Dinge sind, die dem wissenschaftlichen Weltbild völlig widersprechen, dann schweigt man dazu und sagt, dazu kann ich nichts sagen. Ist mir kürzlich auch passiert, tut mir furchtbar leid, aber damit kann ich als Wissenschaftler nichts anfangen. Also irgendwelche feinstofflichen Ströme, die da im Weltall rumwabern und jetzt bei mir im Coaching oder Psychotherapie dann wirksam sind. Gut. Was man aber sieht, ist, dass bei denen, die erst einmal eine Wirkung zeigen, die man dann nicht anzweifeln wird, eine wissenschaftliche Prüfung nicht vorhanden ist. Und Wissenschaftsprüfung heißt inzwischen, ich habe das heute Morgen kurz angedeutet, man muss ganz bestimmte Verfahren anwenden, internationaler Art, das sind Vereinbarungen in der Psychotherapie, wie nachgewiesen wird, objektiv, ob und in welchem Maße eine Intervention hilft oder nicht. Das ist ein Riesenunternehmen, kostet ein Schweinegeld für die Psychotherapie, aber da geht es ja auch um Milliarden. Allein in Deutschland, weil die Krankenkassen das bezahlen, jedenfalls bei den richtigen Verfahren, auf die ich gleich komme. Alle anderen haben den Zwang erstmal nicht, aber hier ist auch natürlich immer mehr die Frage, ja, wenn es denn wirkt, warum wirkt es denn? Du kannst mir alles erzählen, ist die Wirksamkeit denn wirklich nachgewiesen? Das ist das Erste. Und das Zweite ist, das betrifft mich dann, also meine Disziplin, hat denn die Wirksamkeit etwas zu tun mit einem Wirksamkeitsmodell? Das heißt, kann man erklären, wenn es denn wirkt, warum es wirkt? Das wollen die Krankenkassen auch hören, auch die Kunden. Ihre Kunden wollen irgendwann wirken, ja, wenn es denn wirkt, ja, warum wirkt es denn? Und ich komme gleich darauf zurück, das ist eine ganz schwierige Frage. Also es geht um einen Wirkungsnachweis der Intervention, und das ist nicht in der Psychotherapie so, dass wir zunehmend von führenden Schweizer und deutschen Coaching-Vertretern gefordert, auch das Coaching muss erstens irgendwie empirisch nachweisen, warum es wirkt, wenn es wirkt oder dass es wirkt, das ist ein Großunternehmen sehr schwierig, und zweitens, warum es wirkt, also ein Erklärungsmodell. Das geben Psychotherapien, die bekanntesten, also die Verhaltenstherapie, die kognitive Verhaltenstherapie, Psychodynamik, Psychoanalyse, Tiefenpsychologie, die geben das vor. Darauf werde ich kurz eingehen, wie glaubhaft das ist. Und viele andere haben gar kein Wirksamkeitsmodell. Sagen, wir brauchen das auch gar nicht, aber Überzeugung vieler ihrer Kollegen, auch Schweizer Kollegen, ist von Maya Storch bis hin zu Künzli, wir brauchen das auch im Coaching. Gut, dann ist die Frage, wo kriegen wir das her? Die Coaching-Anlässe brauche ich Ihnen kaum zu erklären. Sehr viele, es geht immer um
zwar nicht um schwere psychische Erkrankungen, da würde man sagen, eher für den Psychotherapeuten, wenn die dann überhaupt helfen können, geht um Steigerung der Leistung, Verbesserung der Führungsqualität, Entwicklung, besserer Umgang mit Konflikten, Problemen, also Stressmanagement, Impulskontrolle, es geht um die psychische Befindlichkeit und es geht um Persönlichkeitspotenzialentwicklung. Und das kann man natürlich auch übersetzen in der Psychotherapie. Schwere Beeinträchtigung all dieser Aspekte sind eben das Material der Psychotherapie. Die Hauptaussage der Neurowissenschaften, die sich dann, oder der Psychoneurowissenschaften, wir schreiben da gerade ein Lehrbuch drüber, also der Psychologen, Psychiater, Psychotherapeuten und der Neurowissenschaftler, dass Coaching ebenso wie Psychotherapie auf eine längerfristige Veränderung des Denkens, Fühlens und Handelns eines Menschen einschließlich seines beruflichen und kommunikativen Verhaltens abzieht. Die Betonung liegt auf längerfristig und das werden Sie gleich sehen. Kurzfristig ist vieles erreichbar, wenn auch die Frage warum, längerfristig. Und das ist auch in der Psychotherapie der große, das große Manko in der kognitiven Verhaltenstherapie ist der kurzfristige Erfolg ziemlich hoch. Wenn auch nicht so hoch, wie man glauben will. Aber die Langfristigkeit ist fast null. Das heißt, 85-90% Rückfallquoten spricht für sich. Man weiß überhaupt nicht, was man da machen soll. Obwohl ich bei Depressionen sagen muss, das ist mit das Schwierigste zu behandeln. Gut, jetzt haben wir untersucht, ob es möglich ist, bei Therapieprozessen, das war jetzt eine psychodynamische Psychotherapie, kann auch andere nehmen, auch kognitive Verhaltenstherapie ist gut untersucht worden. Gibt es da beobachtbare Veränderungen im Gehirn, die man dann auch diagnostisch und zum Beweis der Wirksamkeit einsetzen könnte? Die würden also sagen, wenn es wirkt, warum es wirkt, und das ist gemacht worden. Wir selbst haben eine große Untersuchung gemacht an depressiven Patienten über 2 Jahre und konnten zeigen, wie eine psychodynamische Therapie wirklich wirkt und woran das liegt, und es war sehr erstaunlich, woran es liegt. Es war nämlich genau anders, als man dachte. Ne? Erzähle ich Ihnen gleich noch. Ne? Hat ein Schweinegeld gekostet, mehrere Millionen Euro, diese Studie von 2 Jahren, wobei wir die Therapie gar nicht bezahlen mussten, sondern nur die neurobiologische Prüfung. Aber es ist ja gut gegangen. Und dasselbe müsste, also es geht, dass man die Wirkung, die Wirksamkeit und die Wirkung einer Intervention, ob nun im Coaching oder Psychotherapie, im Gehirn nachweisen kann. Das ist inzwischen möglich. Wie genau ist jetzt die Frage, aber es wird sich ja steigern. Und es gibt einen berühmten Deutschen, der in der Schweiz gearbeitet hat, leider früh gestorben ist, Klaus Grabe. Der hat das gesagt, was inzwischen eigentlich häufig akzeptiert wird. Psychotherapie wirkt, wenn sie wirkt, darüber, dass sie das Gehirn verändert. Das ist keine Frage, das beantwortet aber nicht, wie ich jetzt das Gehirn beeinflusse, damit es das macht, was dann die, geht da immer, muss immer über das Gehirn gehen. Und als Hirnforscher ist erstmal die Frage, wie muss ich das Gehirn beeinflussen, wenn ich mit dem Klienten frage. Das haben Sie schon hier gesehen. Das Problem ist jetzt, wenn ich einem nur so gut zurede, im kognitiv-kommunikativen Ich, also liebe Frau Meier, Sie sind schwer depressiv und Sie denken, alles ist trostlos und so weiter. Das stimmt doch gar nicht. Sehen Sie doch ein, dass das überhaupt nicht stimmt. Die Welt ist nicht so schlimm. Erst recht nicht in der Schweiz. Ne? Fassen Sie doch mal Mut. Denken Sie positiv. Positiv denken ist immer gut, aber wenn das rein Zuspruch ist, dann das ist nachgewiesen, wirkt es überhaupt nicht. Ne? Außerdem der das schon will, innerlich, das war ja die Frage, da muss man innerlich auf diese Auskunft warten, dann könnte es wirken, aber reine, darauf komme ich gleich, diese Etage alleine ist nichts. Da muss man schon mit dem reden, man muss den überreden, erklären, ja, Emotionen, es gibt ja die emotionsfokussierte Verhaltenstherapie und so weiter, das ist schon sehr viel besser, wir haben ja immer wieder gehört heute, die Emotionen sind sehr wichtig. Nicht nur reden, reden alleine ändert nicht, sondern müssen Emotionen dazu, das ist trivial, wissen wir alle. Das Problem ist das hier, dass vieles, was uns antreibt, eigentlich die Mehrheit, aber auch bei Defiziten, bei Erkrankungen,
aber auch gar nicht jemand als Erkrankung, sondern nur als Beeinträchtigung ansehen würden, ist tiefer liegt, und zwar im unbewussten Bereich. Und das ist die große Frage, wie kommen wir da dran? Das ist eine Frage, die ich mit Maya Storch auch sehr intensiv diskutiert habe. Das ist der Knackpunkt der ganzen Psychodynamik. Und das drückt sich darin aus, dass das, was wir eigentlich ändern müssten, um einen Menschen tiefgreifend und langfristig zu ändern, eben ganz tief in ihm verborgen ist. Nur reden nutzt überhaupt nichts, und nur bewusst Emotionen ansprechen nutzt ja was, aber nicht langfristig. Ja, was macht man denn? Ich habe erzählt, man muss auf verschiedene Etagen ansetzen. Das will ich jetzt nicht wiederholen, sondern gleich fragen, wo kommt denn die Wirkung her, wenn es denn wirkt? Und da ist eine Einsicht, die eigentlich sehr alt ist, aber nicht wissenschaftlich untersucht wurde, ist die Vorstellung, inzwischen die absolut harte Einsicht, es gibt einen Faktor, der mit Abstand der wichtigste ist. Überall und immer der wichtige Faktor ist, wenn überhaupt eine Besserung eintritt, den nennt man, also die Kommen-Faktor-Theorie nennt man das Arbeitsbündnis, oder früher sagt man Placebo-Effekt und heute sagt man therapeutische Allianz in der Psychotherapie oder Arbeitsbündnis. Das war immer schon geahnt, aber es ist lange Zeit nie systematisch untersucht worden. Und heute kommt raus, dass 30-70%, manchmal sogar 100% der Wirkung, wenn sie beobachtet wird, der kurzfristigen Wirkung, auf diesen Effekt geht. Das kommt in Doppelblinduntersuchungen heraus, wenn man den Faktor wegnimmt, durch Doppelblinduntersuchungen, wenn da kein Arzt oder kein Therapeut, kein Coach ist, sondern nur was verabreicht wird, ist bei der Hälfte der berühmten, bekannten Schmerzmittel keine einzige objektive Wirkung und noch viel mehr bei Psychopharmaka. Also zwei Drittel überleben den Doppelblindversuch nicht. Die wirken, weil die Person, die was sagt und was tut, weil die Pillen bitter schmecken und teuer sind, weil das eine Kaskade im Gehirn in Gang setzt, die eben große Veränderungen erreicht. Man kann zeigen, es braucht das Vertrauen des Patienten in den Therapeuten, oder sagen wir hier, des Klienten in den Coach, Überzeugung des Coach, dass er dem Patienten oder Coach helfen kann, beides absolut fest, und natürlich der absolute Vertrauen in die Methode. Das heißt, dieses Vertrauen alleine bei einer Methode, die eigentlich überhaupt nicht funktionieren kann, eben im Doppelblindversuch oder im Blindversuch, eine Pille ist ein Zuckerplätzchen, die bei Akupunktur wirkt, Homöopathie wirkt, obwohl viele Naturwissenschaftler wie ich sagen, das kann gar nicht wirken, es sind ja auch viele Experimente gemacht, die zeigen, hat keine objektive Wirkung. Ist ja auch aus den Krankenkassen rausgenommen worden, aber es wirkt. Natürlich auch Beten wirkt und Handauflegen wirkt. Es wirkt, weil, das haben jetzt Untersuchungen gezeigt, dieses Arbeitsbündnis, wenn es einmal hergestellt ist, die Cortisolproduktion, von der ich heute Morgen gesprochen habe, die aufregend ist, stark unterdrückt durch das Arbeitsbündnis. Und zwar durch die Oxytocin-Ausschüttung. Die Oxytocin-Ausschüttung ist immer, wenn wir liebevoll oder verständnisvoll, wertschätzend miteinander umgehen, auch im therapeutischen Bereich, sofern es überhaupt dazu kommt, wird beim Klienten und beim Coach, gleich wie auch beim Patienten und bei den Therapeuten, wird Oxytocin ausgeschüttet, und das drückt zum Ersten das Cortisol runter, wir werden weniger aufgeregt. Zweitens geht der Serotoninspiegel hoch und wir werden ruhiger, und der Spiegel der endogenen Opioide geht hoch und wir fühlen uns besser. Geht völlig automatisiert, egal was wir machen, wir müssen nur dran glauben. Und das klingt jetzt so lässig, das ist aber hart nachgewiesen. Per Kernspintomographie kann man zeigen, wie ein Placebo, also eine Pille,
die überhaupt keinen wirksamen Wirkstoff enthält, im Gehirn eines Patienten, der untersucht wurde, Veränderungen positiver Art erzeugt, bis auf die Rückenmarksebene. Kann man zeigen, wie dann endogene Opioide ausgeschüttet werden. Allein aus dem Glauben. Der Glaube verändert das Gehirn. Er versetzt Berge vielleicht nicht, aber doch das Gehirn. Unglaublich. Und manchmal ist der kurzfristige Effekt bei Dingen, die ansonsten abenteuerlich sind, der Bestands- und Edelstahltherapie, es wirkt, wenn es diese therapeutische Allianz gibt. Und das ist ganz harte Naturwissenschaft. Man muss wissen, wenn jemand sagt, nachweisen kann, meine Therapie oder mein Coaching-Ansatz wirkt, dann kann es immer noch sein, es wirkt, weil du ein guter Coach bist, weil du absolut wertschätzt und so weiter. Aber es wirkt, und das ist wichtig, nur kurzfristig. Wenn man da früh genug aufhört, ist man extrem erfolgreich. Ja, das ist der Trick vieler Therapeuten und Coaches, sie hören früh genug auf. Nämlich nach etwa 8 Wochen, das merken sie sich, ist dieser Bonus weg. Dann kommt der Stillstand, dann wird es wieder schlimmer und dann sind spezifische Interventionen angesagt. Das ist eine ganz wichtige Erkenntnis. Am Anfang haben alle Interventionen, egal womit sie arbeiten, haben eine schnelle Besserungskurve und dann kommt ein Stillstand. Und wenn man da abbricht, dann ist man sehr erfolgreich. Man glaubt, das war meine spezifische Intervention, in Wirklichkeit ist es, was ja auch nicht zu unterschätzen ist, mein Können als vielleicht so unbewusstes Können als Therapeut oder als Coach. Das muss man wissen. Und das ist harte Hirnforschung. Ne? Ja, jetzt ist die Frage, was wirkt denn im Coaching? Und zwar spezifisch. Wir unterscheiden zwischen dem unspezifischen Faktor, der mit Abstand der wichtigste ist, haben wir gerade gehört. Aber dann kommt ein Stillstand und dann geht es nicht weiter. Wenn man dann weitermacht oder wenn die Person wiederkommt, sagt, mir geht es aber genauso schlecht wie vorher. Und wenn man dann unredlich ist, sagt, na, machen wir das Ganze nochmal. Das wirkt dann ein bisschen weniger gut. Und noch weniger gut, aber so kommt man auf Erfolge nahe 100%, weil man immer kurzfristig abbricht. Und wenn die wiederkommen, hat man wieder den Erfolg und eher den Erfolg und so macht man immer einen großen Haken. Es ist die Langfristigkeit, auch bei Ihnen. Wir wollen ja nicht, dass nach 6 Wochen Coaching in einem Betrieb im nächsten Jahr alles wieder völlig weg ist. Die Firma macht das 2-mal mit und dann sagt sie, nee, machen wir nicht mehr. Die Langfristigkeit, das ist das Problem. Kurzfristigkeit kann man auf diese Oxytocin-Effekte wunderbar zurückführen. So, im Coaching ist fast nichts untersucht, leider nicht. Kostet viel Geld und ist noch schwerer als in der Psychotherapie, wo man das reglementieren kann. Ist aber notwendig. Bis das im großen Stil gemacht wird, muss man sich an die Psychotherapie-Wirkungsforschung halten. Und da sind wir ja scheinbar in einer guten Situation, in Deutschland zumindest, wo der wissenschaftliche Beirat oder die Krankenkassen verlangen, dass der wissenschaftliche Beirat Psychotherapie dafür steht, was Richtlinienverfahren sind und dass die was machen, was wissenschaftlich nachweislich erklärbar und erwiesen ist. Das muss sein, sonst zahlen die nicht. Und alle anderen Verfahren, so gut sie sind, sind nicht zugelassen und fertig aus. Natürlich will ja jeder rein, aber die da am Drücker sind, die versuchen, alles closed shop zu machen. Ich weiß das, weil ein langjähriger Freund, der schon zitierte Professor Zirpka, der leider verstorben ist, war 4 Jahre Vorsitzender dieses Wissenschaftlichen Beirats. Er hat mir alles verraten, was man überhaupt verraten kann. Und dann fragen wir doch mal, was bei den anerkannten Verfahren, auch in der Schweiz, in Österreich, von denen man wirklich meint, das ist jetzt wirklich, oh toll, Wirksamkeit und Wirksamkeitsmodell, da halten wir uns mal dran. Ne? Gucken wir doch mal. Und erst einmal, wenn man an die allgemeine Wirksamkeit der Psychotherapie, im Coaching gibt es das eben nicht, aber wir können nachher noch diskutieren, es gibt keinen klare Unterscheidung zwischen Coaching und Psychotherapie, sondern eine große Grauzone. Es gibt nur an den Enden etwas, wo man beim Psychotherapeuten überhaupt keine Chance hätte, dran zu kommen. Und es gibt etwas, wo es unsittlich wäre, es nicht über einen Psychotherapeuten machen zu lassen. Eine schwere Persönlichkeitsstörung. Dazwischen gibt es einen großen Grau.
ist endlos die Diskussion, und wir haben in dem Buch auch endlos darüber diskutiert. Nehmen wir das mal so an. Seit 20 Jahren gibt es eine sehr, sehr solide Wirksamkeitsforschung. Extrem rigide und tausende von Untersuchungen und tausende von Überblicken und hundert von Überblicken, Metastudien, die sehr verlässlich sind. Da kommen schockierende Dinge heraus. Erstens, es gibt überhaupt keinen grundsätzlichen Unterschied in der Wirksamkeit zwischen den verschiedenen Psychotherapierichtungen, wobei nur die klassische Verhaltenstherapie, die kognitive Verhaltenstherapie und die Psychoanalyse, Psychodynamik untersucht sind. Alle anderen sind nicht untersucht. Die sind sich spinnefeind und sprechen sich gegenseitig ihre Kompetenz und Wirksamkeit ab. Wenn man aber untersucht, gibt es zwischen diesen Richtungen überhaupt keinen Unterschied. Überall ist entdeckt. Das ist das erste Schockierende. Und das zweite ist ebenso schockierend. Die Wirksamkeit all dieser Richtungen variiert natürlich je nach Patient oder Klient, aber über alles hinweg ist die Wirksamkeit bei einem Drittel, folgt dem Drittelgesetz. Das heißt, bei 100 Patienten oder Klienten, die eine Therapie und Intervention machen, ist nur bei einem Drittel ein langfristiger Effekt zu beobachten. Bei einem Drittel ein kurzfristiger, bei einem Drittel überhaupt kein Effekt. Dann ist das, was Effekt da ist, unspezifisch und hängt von der therapeutischen Allianz ab. Und das ist absolut universell und immer wieder bestätigt, und das ist bei den Pillen genauso. Die berühmtesten Psychopharmaka aus der Schweiz, wie die Antidepressiva, die in Basel hergestellt werden, bei einem Drittel langfristig, bei einem Drittel kurzfristig, bei einem Drittel überhaupt nicht, niemand weiß warum. Das variiert natürlich im Einzelnen, weil nämlich jeder Patient anders reagiert. Aber überall ist hinweg, gilt dann absolut das Drittelgesetz in der Traumatherapie und überall und immer. Und es ist überhaupt kein Anlass anzunehmen, das sei beim Coaching anders. So, das heißt jetzt für uns, ganz hart gesagt, es gibt nicht das Therapieverfahren, nicht das Coaching, das jedem Menschen in jeder Situation toll hilft. Das gibt es nicht. Also bei Coaching ist nicht nachgewiesen, wird nur behauptet, in der Psychotherapie wird es behauptet, aber das Gegenteil ist der Fall. Ist aber auch interessant, dass es einen unspezifischen Faktor gibt, die therapeutische Allianz, die muss immer sein, sonst geht das nicht. Wenn kein Verständnis zwischen beiden ist, dann können sie sein lassen. Jetzt kommt es aber auf die spezifischen Interventionen an. Da zeigt es, es gibt nicht die eine spezifische Intervention, die immer funktioniert. Egal, was die Leute behaupten, das ist härteste Naturwissenschaft. Und zeigt, jede Wirkung von Intervention ist spezifisch nach der Persönlichkeit des Betroffenen, nach der Qualität des, der da macht, nach der Situation, der Lebensgeschichte und so weiter und so weiter. Das ist jetzt die eigentliche Idee. Wir müssen eine Toolbox haben, wo verschiedene Verfahren sind, die wir rausnehmen, jeweils wenn wir erkennen, woran der oder die eigentlich leidet. Das ist jetzt das Wichtigste. Wir können nicht davon ausgehen, der kommt zu mir, nämlich Methode Standard, und die wirkt bei mir, weil ich ja so toll bin. Ja. Es kann sein, dass ich ein begnadeter Therapeut bin, dann wirkt das, egal was ich mache. Da kann ich auch Hand auflegen, Edelsteintherapie machen oder beten. Das wirkt. Aber das ist eben selten. Das geht alles in das Drittelgesetz ein. Ergo ist jetzt die Frage, ja, was können wir denn tun? Jetzt gucken wir mal, was die alte Verhaltenstherapie sagt. Ganz kurz. Verhaltenstherapie sagt, es kümmert mich doch ein Schiedkram auf Norddeutsch, wie die Vorgeschichte war, ich muss den nicht befragen, muss nur wissen, wann treten zum ersten Mal die Störungen auf und wie äußern die sich, und dann habe ich mein Manual und dann weiß ich, was ich an Konditionierung machen muss, Expositionstherapie. Ich will das nicht kleinreden, ich bin ein Bewunderer dieser Technik und mein engster Freund,
und Schwiegervater meines Sohnes. Der ist ein begnadeter Verhaltenstherapeut und der erzählt mir das alles und es wirkt in Grenzen. Nämlich, Verhaltenstherapie nachweislich wirkt nur, wenn die zu behebenden Störungen nicht zu tief in meinem Sinne im Modell sind. Da wirken sie nicht. Nämlich, was man da konditioniert, geht nicht sehr tief, nämlich die unteren Ebenen sind mit diesen normalen behavioristischen Verfahren nicht zu konditionieren. Das ist zu. Das muss man wissen und auch Expositionstherapie kann nach hinten losgehen, weiß man aber alles. Das heißt, beim Drittel der Patienten wirkt das, bei zwei Drittel nicht wirklich. Das ist auch denen bekannt inzwischen. Dann nehmen wir die Cognitivtherapie. Die sagt, diese behavioristische Konditionierung, das ist sowieso Quatsch, sondern es kommt auf die Kognition an, auf das Denken. Das war in den 60er, 70er Jahren die neue Idee. Es kommt auf die Kognition an, nicht auf das behavioristische Getue. Das hat mit der kognitiven Wende zu tun. Wir sind ein Computer und der Computer geht logisch. Wir haben das ja auch alles gehört, wunderbar. Und so müssen wir das machen. Daher die Wurzeln, warum das kognitive Verhaltenstherapie heißt. Nun sind aber schon 40 Jahre vergangen und alle Untersuchungen der kognitiven Verhaltenstherapeuten selbst, neurobiologischen, wie auch unserer Untersuchung zeigen, das, was ich heute Morgen schon zitiert habe, Denken alleine bewirkt überhaupt nichts. Das heißt, in allen bildgebenden Verfahrensuntersuchungen wurde nie nachgewiesen, dass die Veränderungen hier oben stattfinden, dort, wo das Denken sitzt, sondern woanders. Sie können dreimal raten, wo? Im limbischen System. Haben die Leute selbst gefunden, wir haben es auch gefunden. Das ist so, das Fühlen. Das heißt, es gibt große Vorteile der Verhaltenstherapie, respektierende Autonomie, Patienten und so weiter, aber eine rein kognitive Umstrukturierung ohne Aktivierung von Emotionen ist wirkungslos. Und wenn Sie heute einen guten Kognitiv-Verhaltenstherapeuten sehen, dann heißt das inzwischen, bitte schreiben Sie mit, aufmerksamkeitsorientierte, ressourcenbezogene und emotionsfokussierte Kognitiv-Verhaltenstherapie. Und das ist doch gut so. Das heißt, es wird nicht kognitiv, sondern wir müssen alles wirklich anders machen. Aufmerksamkeit, Achtsamkeit, ganz oben Emotionen natürlich, wie könnte es auch sonst sein. Bindungsbezogen kommt auch dazu, es ist das ganze psychodynamische Repertoire, was wir inzwischen merken, das muss sein. Ich weiß, wovon ich rede, weil eine sehr gute Freundin von mir das genauso macht und sehr erfolgreich ist. Also wir lernen daraus, Verhaltenstherapie ist gut, aber nur in bestimmten Bereichen. Kognitive Verhaltenstherapie ist gut, wenn man kognitiv streicht, sondern emotions- und achtsamkeits- und bindungsfokussiert macht, dann ist das prima. Es gibt was Drittes, die Psychoanalyse oder Psychodynamik. Die hat große Vorteile, weil sie sich für die Vorgeschichte interessiert und an den möglichen Ursachen der psychischen Erkrankungen und bindungsorientiert ist, jedenfalls nach Freud. Aber es ist heute sattsam bekannt, dass die erstens der Wahn, man könne ins Unbewusste reingucken, Quatsch ist. Das geht gar nicht. So muss das indirekt machen, über die nicht nonverbale Kommunikation, paraverbale, nonverbale Kommunikation. Darüber kommen wir an das Unbewusste. Und zweitens, das Rumwühlen in der Leidensvorgeschichte ist eher, das sagt schon Grabe, eher schlimm, als dass es hilft. Das heißt, wir müssen die Vorgeschichte beachten, aber wir dürfen nicht umwühlen, sondern wir müssen dann uns ins Positive wenden. Das kommt gleich. Das sind bittere Erfahrungen und es gibt viele humanistische Therapien, Gesprächstherapie. Alle leiden darunter, dass sie der Macht der Sprache, Macht der Worte zu sehr vertrauen. Es sind nicht die Worte alleine, die heilen, sondern es sind neben den Worten, die ja auch nicht unwichtig sind, viele andere Dinge. Ja. Und systemische Therapie genauso. Ich will das jetzt nicht. Zum Schluss jetzt. Was muss man daraus lernen? Daraus lernen muss man, abgesehen davon, es gibt nicht die Intervention, die alles schafft. Weil jeder Patient, jeder Klient eine spezifische Wirkung hat. Das wissen Sie aus den Kopfschmerztabletten. Beim einen hilft das Ibuprofen wunderbar, aber nicht sonst das andere. Da nimmt man die Acetylsalicylsäure, wirkt das andere nicht. Der dritte nimmt man Phenacetin oder was auch immer. Immer haben sie den Dritteleffekt.
bei mir wirkt Ibuprofen überhaupt nicht. Bei meiner Frau ist das, was es wirkt, dass bei Kaffee und Tee genauso, bei Rotwein und Weißwein ist sattsam bekannt in der Physiologie, dass das alles spezifisch wirkt. Warum das so ist, ist eine schwierige Frage. Das zweite ist, wir dürfen nicht nur auf der Ebene der Worte und der Gespräche ansetzen. Sind wichtig, wie ich gleich zum Schluss zeigen werde, aber nicht hinreichend. Wir dürfen aber auch nicht nur auf der Verhaltensebene ansetzen, weil wir dann die Befindlichkeit außer Acht lassen. Ist ja wichtig, Vorgeschichte. Und wir dürfen nicht nur auf der impliziten Ebene ansetzen. Das wurde ja bisher wenig gemacht. Wir müssen auf drei Ebenen ansetzen. Warum? Weil ich Belastungen, Störungen, wenn auch in unterschiedlichem Maße, immer auf drei Ebenen manifestieren. Auf der Befindlichkeitsebene ist trivial. Mir geht schlecht, Herr Doktor, helfen Sie mir. Ich komme nicht mehr mit meinem Job zurecht, mit meinen Mitarbeitern, helfen Sie mir, ich fühle mich so elend. Gut, dann macht man das auch. Man darf nicht glauben, das wäre das, wenn man das weg hat, wäre alles gut. Sondern man sieht, dieser Mensch, dem schlecht geht, der hat auch ein perfektes Vermeidungsverhalten, ein Dysfunktionsverhalten, was kurzfristig hilft, indem man sich die Sorgen vermeidet, indem man alles tut, was der Chef will, immer buckelt und überall hilft, ein Helfersyndrom, alles recht macht, da vermeidet er viele Probleme, aber letztendlich führt das zu überhaupt nichts. Ruiniert er sich dabei, immer nur Jahr und Abend, sagt ganz ja gehört. Und die dritte Ebene ist die Körperebene. Das ist das letzte Gedächtnis. Wenn alles schon besser geworden ist, das bleibt. Der Körper, Mimik, Gestik, Körperstellung. Da sieht man das. Das heißt, wir können sagen, es gibt eine subjektive Befindlichkeitsebene, die müssen wir angehen. Das ist die Trivial, darum kommen die ja zu uns. Das ist die Großhirnrinde und das ist in der Regel bewusst oder vorbewusst, darüber kann man sprechen, da kann man sagen, erzählen Sie doch mal. Dann gibt es das Verhalten, das wird meist nicht mehr bewusst kontrolliert. Die meisten Leute, die ein dysfunktionales Verhalten, Vermeidungsverhalten haben oder Panikverhalten, wissen davon gar nichts. Das ist so automatisiert. Sagen, wieso? Ich mache doch alles richtig. Und dann sagt man ihnen, aber wollen wir diskutieren, wie mit ihrem Chef umgehen, mit ihren Mitarbeitern, wie sie alles vermeiden, was überhaupt Konflikte führen kann. Absolut Konfliktvermeidungsverhalten, was kurzfristig hilft, aber langfristig tödlich ist. Das ist denen gar nicht mehr klar. Da muss man also anfangen, überhaupt erstmal zu sagen, gucken Sie mal Ihr Verhalten ab, das können wir können die Betroffenen persönlich überhaupt nicht mehr. Ich erzähle Ihnen zum Schluss auch, warum nicht. Und dann gibt es die körperlichen Zustände. Auch das nehmen wir in aller Regel nicht mehr wahr. Wir haben kaum oder in seltenem Maße einen Einblick darin, wie wir körperlich reagieren. Wie wir unseren Blick flackert, wie wir uns zusammenducken, uns verkrampfen und so weiter. Wir merken nur, es geht uns irgendwie schlecht, aber es wurde vorhin ja schon gesagt, wir stehen da vom Chef oder der Chef ruft an und schon zucken wir zusammen. Wir merken das häufig gar nicht mehr, weil es, wie ich gleich sagen werde, automatisiert ist. Und das ist die große Gefahr. Das erste ist nicht automatisiert. Darüber können wir reden, das hilft nicht nur reden, aber das zweite ist uns häufig gar nicht mehr bewusst. Und das ist das Schlimme dabei. Wenn wir das nicht angehen, dann schaffen wir das nicht. Das heißt, es sind drei Gedächtnisse im Gehirn. Das explizite Gedächtnis, worüber wir reden können, explizit machen. Wie geht es Ihnen denn? Erzählen Sie doch mal, dann erzählen wir. Aber das spiegelt das Unbewusste nicht wider. Dazu haben wir können nichts über das Unbewusste sagen. Dazu müssen wir das Verhalten begucken und dazu müssen wir den Körper begucken. Das verrät dem Außenstehenden, was da los ist, selbst wenn der Mensch sagt, mir geht's doch gut. Sie haben mich doch von meinem subjektiven Leiden befreit, prima. Und dann guckt man ihn an und dann hat er dasselbe Vermeidungsverhalten wie immer. Die Verhaltensebene hat ein ganz anderes Gedächtnis, das nennt man die Basalganglien. Das dritte ist das Körpergedächtnis, das ist natürlich nicht im Körper, sondern das Gedächtnis sitzt im Gehirn, aber es ist wieder eine andere Etage. Und diese Etagen haben wenig miteinander zu tun. Das, alle drei steuern uns in der Gänze, nicht nur unser Denken, unser bewusstes Fühlen. So, wie machen wir denn das jetzt?
Jetzt ist die Frage, wie verändern wir unsere Befindlichkeit? Und da gibt es viele gute Rezepte. Ein Rezept, was außerordentlich gut wirkt und was bei EMDR und vielen anderen Settings gemacht wird, ist das, was ich Kontrastierungsmethode nenne, was bei EMDR, abgesehen von den Augenbewegungen, die wir eigentlich verbessern, vergessen können, das hat mit Augenbewegungen gar nichts zu tun, sondern mit einer Kontrastierung negativer und positiver Erinnerungen oder Vorstellungen. Das ist das, was wir machen können. Es gibt auch alternative Methoden, aber das funktioniert wirklich prima. Ganz kurz nur skizziert, ich mache zusammen, also ich als Patient oder Klient mache zusammen unter Anleitung eine Leidensliste von drei prominenten Leidenssituationen, die mir sofort einfallen, wenn ich über meine Leidensgeschichte reden soll. Krasse Bilder, wo ich mich mies gefühlt habe. Besten Bilder. Und die sagen 1, 2 und 3. Und dann mache ich eine Positivliste, Dinge, wo es mir prima ging. Und wenn das im Leben nicht der Fall war, dann Vorstellungen, die toll waren, die toll sind. Ist egal, 1, 2 und 3. Und dann kommt die Vorbereitung, ich versetze mich in einen Zustand entspannter Aufmerksamkeit. Ob das per Hypnotherapie, per Meditation, per sonst welcher Trance und per Pendelbewegung, das ist nämlich der Sinn der Pendelbewegung, mache, ist völlig egal. Ich muss eine entspannte Aufmerksamkeit haben, sodass ich mich voll konzentrieren kann auf das, was jetzt kommt, nämlich 60 Sekunden lang oder 45 Sekunden lang. Eine Leidensgeschichte, voll vergegenwärtige, ich durchlebe das voll und ganz. Dann sagt der Versuchsleiter, ich habe gesagt, stopp. Jetzt kommt das Positive, da hat man sich vorher geeinigt, Nummer zwei, und dann unmittelbar kontrastiert man das Positive. Und dann sagt man Stopp, und dann ist es. Und das beim nächsten Mal macht man es mit anderen Kombinationen, wieder anderen, und dann macht man das mehrere Wochen lang. Und das ist aus bestimmten Gründen die erfolgreichste Methode, es gibt andere auch, weil eine Erinnerung die Inhalte aus dem Gedächtnis plastisch macht. Im Gedächtnis selber können wir die nicht ändern. Wir können sie nur ändern, während wir uns sie vergegenwärtigen. Dann wird das plastisch im neurobiologischen Sinne. Es kommen Einflüsse von außen herein, die werden inkorporiert und sinkt wieder ab. Und wenn wir das Negative mit dem Positiven zugleich kontrastieren, dann penetriert das Positive zunehmend in das Negative ein. Das ist so. Wir können auch das Negative immer kürzer machen, das Positive ein bisschen länger. Und beides sinkt immer wieder ab, und wenn wir das 20 Mal gemacht haben, dann überflutet das Positive das Negative. Das ist der Sinn bei EMDR, und die Pendelbewegungen sind nur dazu, eine gespannte Aufmerksamkeit zu erzeugen. Oder auch irgendwas anderes. Ich will nicht sagen, Hypnotherapie oder was weiß ich, Autosuggestion, was auch immer. Also, das hat sich auch neurobiologisch als sehr wirksam erwiesen, gerade in der Traumatherapie oder in Ähnlichem. Aber es funktioniert immer. Man muss es vielfach wiederholen und automatisieren, sodass, sobald man sich erinnert, oh, das war aber schlimmer im Leben, kommen die positiven Erinnerungen, Erlebnisse und Vorstellungen. Das funktioniert auch mit Vorstellungen. Eben des Verhaltens, da gibt es eben, wie ich sagte, sehr viele Dinge, die sich verfestigt haben, die wir gar nicht mehr wissen, und wir müssen jetzt mühsam diagnostizieren, wo ist das Verhalten dysfunktional, und müssen dann mit den Methoden der Verhaltenstherapie, müssen wir sehen, dass wir das irgendwie wegkriegen. Dazu gehört aber auch natürlich eine genaue psychodynamische Hinterfragung, wie kam es dazu, was waren die Gründe, und je tiefer die in die Frühzeit gehen bei Menschen, desto schwieriger wird es. Es gibt ja kein Erlöschen. Es gibt nur ein Übertünchen, es gibt nur ein Überlagern, es gibt kein Vergessen im Gehirn. Der Mückdala, so heißt es, vergisst nicht, das ist das Problem. Das Problem ist, das sind die Basalganglien im Gehirn, und wenn die erst einmal hier sind, weit jenseits der bewusstseinsfähigen großen Rinde, da sind das die Gewohnheitsfertigkeiten, und da ist nur noch mit einem Zugriff was zu machen, nämlich mit Wiederholung.
Das ist die Langfristigkeit. Jede Langfristigkeit beruht darin, alles, was ich mal bewusst gemacht habe, muss so lange wiederholt werden, bis es automatisiert ist. Sonst kriegen wir keine Langfristigkeit. Hier oben kriegen wir keine Langfristigkeit. Nur weil es zur Gewohnheit wird. Und positives Denken muss zur Gewohnheit werden. Platt gesagt. Und das Letzte ist, wenig verstanden die Ebene des Körpers. Hier gibt es wiederum viele und leider viel zu wenig respektierte Verfahren, autogenes Training, Hypnotherapie, Entspannungsübungen und so weiter, mit denen man ganz langsam die Blockierung des muskuloskeletalen Systems bewältigen kann. Es geht sehr langsam, weil das auch in den Basalgang ist, aber in anderen Teilen. Und wenn wir das nicht machen, dann schwindet das Leiden nicht. Das ist das Hauptproblem. Wir müssen auf drei Ebenen ansetzen und je stärker die Probleme sind, umso mehr auch auf der zweiten und dritten Ebene. Es nutzt nichts, nur da oben gut zuzureden, sondern wir müssen das machen. Und dazu müssen wir eine Toolbox haben, ich bin jetzt sofort fertig, die wir reingreifen können und dann wissen wir, bei dem müssen wir das machen, bei dem müssen wir das machen, dann sehen wir mal, ob es richtig wird. Das in kurz. Wir haben das in diesem Buch, was jetzt Anfang des Jahres rauskommt, Coaching, Beratung in der Praxis, von Frau Dr. Rieber und mir, ausführlich dargestellt und das ist meine letzte Folie. Vielen Dank. Ich möchte jetzt im Hintergrund Frau Sitzbrat für die Podiumsdiskussion abwerten. Ich weiß, Sie müssen ein bisschen früher gehen, es hat mir jetzt vielleicht schon mal die erste Frage, die ich gerne von Ihnen beantwortet haben möchte. Wo genau ist dann die Grenze, wo ein Coach sich einbringen kann, darf, soll und wo ist der Patient oder der Kunde bei einem Psychotherapeuten besser aufgehoben? Also es ist eigentlich nur eine Grenze, eine sehr unscharfe Grenze, die Schwere der Belastung, sonst nichts. Es geht immer um die Persönlichkeit. Natürlich gibt es Dinge, wo der Coach als Organisationscoach Dinge machen kann, die der Psychotherapeut niemals machen würde. Aber es geht auch im Berufsbereich um Persönlichkeitsprobleme. Es geht immer um Probleme, wie komme ich meinem Chef zurande, komme ich mit dem Mitarbeiter zurande und insbesondere, wie komme ich mir zurande. Und da sind wir bei der Persönlichkeit und da gibt es keine Grenze. Hier ist Coaching und da ist Psychotherapie und das ist ein und dasselbe Objekt. Und wir müssen sehen, dass wir nicht zu sehr an schwerwiegende Störungen kommen, und zwar nicht, weil die Psychotherapeuten, ich sage es Ihnen mal ganz frei, das viel besser machen können, sondern weil sie dann in juristische Schwierigkeiten kommen. Da werden sie verklagt, dass sie das Schizophrenie und Borderline behandeln und jeder sagt, da gehe ich zum Kali. Also man muss da sehr locker umgehen und muss, es ist eher eine juristische Frage, nämlich die Interventionen sind im Prinzip dieselben, aber die müssen sehr aufpassen, dass sie nicht, jedenfalls in Deutschland nicht, das Psychotherapeutengesetz in Konflikt kommen, das ist sehr teuer. Also ich würde sagen, bei leichten und mittleren Störungen sind sie aus dem Schneider. Wenn es an schwere Verhaltensstörungen geht, an schwere Phobien, an Borderline, an Psychopathie, aber auch an schwere Depressionen mit Selbstmordgefahr, halten Sie die Finger davon. Aber es gibt ja so viel Leiden und ich sage, inzwischen müssen Sie ein Jahr warten im Coaching. Das heißt, es geht gar nicht anders, dass Sie zum Coach erstmal gehen und der dann irgendwann sagt, naja, also gehen wir mal zum anderen, ich kann hier nichts mehr machen. Das ist eine sehr schwierige Frage.